In der englischen Premier League steigt am Abend ein Topspiel, Manchester City gastiert bei Tottenham Hotspur, der Dritte spielt gegen den Fünften. Das Team von Pep Guardiola kann mit einem Sieg Rang 1 zurückerobern, Tottenham wiederum City vom dritten Platz verdrängen. In der zweiten Bundesliga ist der VfL Bochum gegen Jahn Regensburg gefordert. Am Montag gab der FC Bayern bekannt, dass sie neben den zwei Langzeitverletzten Tolisso und Koeman beim Pokalspiel gegen Rödinghausen ohne 5 weitere Stars auskommen müssen. Auch Borussia Dortmund hat zumindest einen kurzfristigen Ausfall zu verkraften. Cristiano Ronaldo erklärte erneut seinen Wechsel von Real zu Juve. Sport 1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sporttag komprimiert zusammengefasst. Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit, das ist passiert. Piszczek fehlt dem BVB. Lukas Piszczek vom Bundesligisten Borussia Dortmund hat im Spiel gegen Hertha BSC 2:2 am Samstag eine Knieprellung erlitten und wird voraussichtlich eine Woche ausfallen. Wir hoffen, dass er in Madrid wieder dabei sein kann, twitterte der Club am Montag über die Verletzung des polnischen Rechtsverteidigers. Der BVB ist am 6. November in der Champions League Gruppenphase bei Atletico Madrid zu Gast. Das Hinspiel entschied die Mannschaft von Trainer Lucien Favre in der Vorwoche mit 4:0 für sich. Niko Kovac: Mit Personalsorgen. Niko Kovac und der FC Bayern gehen mit Personalsorgen ins DFB-Pokalspiel beim SV Rödinghausen. Neben den langzeitverletzten Corentin Tolisso und Kingsley Coman fehlen auch Arjen Robben, Jerome Boateng, James, Mats Hummels und Sven Ulreich. Zum Bericht konnte und Real scheitert der Deal. Julen Lopetegui hat am Montag das Training von Real Madrid geleitet. Der Trainer steht nach dem 1:5-Debakel im Clásico gegen den FC Barcelona aber vor dem Aus. Sein Nachfolger soll Antonio Conte werden, doch die Verhandlungen stocken. Zum Bericht: RB ohne Forsberg gegen Hoffenheim. RB Leipzig muss im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals am Mittwoch gegen die TSG Hoffenheim auf Spielmacher Emil Forsberg und Außenverteidiger Marcelo Saracchi verzichten. DFB-Pokal, RB Leipzig, TSG Hoffenheim, Mittwoch 20.45 Uhr im Live-Ticker. Kevin Campbell soll dagegen einsatzbereit sein. Zum Bericht: Ronaldo erklärt Flucht zu Juventus. Cristiano Ronaldo hat sich in einem Interview zu seinem Wechsel von Real Madrid zu Juventus Turin geäußert. Dabei schob er Realpräsident Florentino Perez die Schuld zu. Zum Bericht: Das passiert heute noch. Premier League: Tottenham Hotspur, Manchester City. In der Premier League kommt es am Abend zu einem echten Kracher. Tottenham Hotspur empfängt Manchester City. Die Spurs können mit einem Sieg bis auf Platz 3 vorrücken. Das Team von Pep Guardiola wiederum will sich die Tabellenführung zurückholen. Die hatte sich am Wochenende Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool gesichert. Premier League: Tottenham Hotspur, Manchester City, 21 Uhr im Live-Ticker, 2. Bundesliga: Bochum gegen Regensburg in der 2. Liga empfängt der VfL Bochum den SSV Jahn Regensburg. Beide Teams stecken im Mittelfeld der Tabelle fest. Mit einem Sieg könnten beide Teams Kontakt zu den vorderen Plätzen herstellen. 2. Bundesliga: VfL Bochum, SSV Jahn Regensburg, 20.30 Uhr im Live-Ticker. 3. Liga: Aalen gegen Kaiserslautern. Auch in Liga 3 rollt am Montag der Ball. Der VfR Aalen empfängt den 1. FC Kaiserslautern. Mit einem Sieg könnten die Pfälzer Kontakt zu den oberen Tabellenplätzen herstellen. 3. Liga: VfR Aalen, 1. FC Kaiserslautern, 19 Uhr im Live-Ticker. Serie: Lazio Rom gegen Inter Mailand. Spitzenspiel in der Serie A:
Lazio Rom empfängt Inter Mailand. Der Dritte der Serie A trifft auf den Vierten. Die Mailänder haben vor dem Spiel einen Punkt Vorsprung auf die Römer, die Hauptstädter wollen mit einem Sieg im heimischen Stadion an Inter vorbeiziehen. Serie Lazio Rom Inter Mailand 20.30 im Live-Ticker, das sollten Sie noch sehen. Regionalliga Bayern, FC Bayern München 2, SV Wacker Burghausen. Die Regionalliga hat weiterhin auf Sport 1 ihr Zuhause. Am 17. Spieltag der Regionalliga Bayern heißt es Bühne frei für das Oberbayern Derby FC Bayern 2 gegen SV Wacker Burghausen. Die Münchner sind in der Liga das Maß aller Dinge und blieben in den ersten 10 Partien ungeschlagen. Aber auch die Burghausener brauchen sich nach einem starken Saisonstart nicht verstecken. Sport 1 überträgt ab 20.15 live die Premier League Highlights. Auch in der neuen Spielzeit wird am Montagabend wieder das englische Fußballwochenende mit allen Toren und den spektakulärsten Szenen ausführlich zusammengefasst. Die Erstausstrahlung auf Sport 1 gibt es ab 22.15 Uhr, dritte Liga pur 13. Spieltag, alle Tore und die besten Szenen der drei Liga gibt es ab sofort auf Sport 1 im Highlight-Magazin 3 Liga pur zu sehen. Sport 1 setzt die dritthöchste deutsche Fußballspielklasse mit großen Namen wie Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig, 1860 München, dem Karlsruher SC oder Energie Cottbus künftig jeden Montag mit ausführlichen Zusammenfassungen im Free-TV in Szene. Los geht es um 23.30 Uhr. Das Videoschmankerl Paul Pogba macht sich mit seinem Trippelanlauf beim Elfmeter im Spiel gegen den FC Everton zum Gespött im Internet. Punkt. Dass er den Nachschuss verwandelt, hilft ihm dabei wenig.